Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Project Zomboid. Wir werden, es ist 12 Uhr, würde ich sagen, glatt nochmal versuchen, in dieses Haus einzusteigen. Sofern unser Auto nicht streikt. Ah nein, es fährt. Gut. Ich freue mich schon drauf auf den Moment, in dem ich mein Auto starten will und feststelle, dass es nicht mehr geht, während wir in einer Zombie-Masse sind oder sowas. Das wird ein Spaß. Oh, da ist ein Zombie. Ach, egal. So, in dem Haus sind garantiert noch ganz, ganz tolle Sachen zu finden. Und wenn nicht, will ich gerne die Umgebung trotzdem abklappern. Aha, ich hab dich angefahren. Hoppala. Naja, ich habe zwei Glasaugen, macht euch nichts raus. Ich sehe nicht mehr so gut. Ich fahre mal weiter Leute um, ja? Hat doch niemand was dagegen, oder? Mir fällt gerade ein, ich bin zu weit gefahren. Stört euch einfach nicht an diesem schönen Auto hier. Ja genau, daran orientiere ich mich übrigens. Hoppla. Habe ich aus Versehen... Upsi! Entschuldigung! Entschuldigung! Noch einer überfahren! Naja, es war leider kein Kind. Gott, wie viele Leute kann ich denn hier umbringen in dieser Welt? Ich bin wirklich hier am Motten ohne Ende. Es hört einfach nicht auf! Ich habe echt das Gefühl, je mehr Gegner ich umbringe, umso mehr wären's. Die Stadt muss doch... Ich hab schon mehrere tausend Leute getötet. Ja, das war der richtige Abschlag. Komm mal her, du Schnepfe. Obwohl, du siehst doch gar nicht so alt aus. Die ist auch relativ frisch. Na, jetzt ist sie trotzdem tot. Geh weg. Weg. Gott, mit eingeschlagenen Schädeln seid ihr nicht mehr so mächtig, hä? Oh, das ist gar nicht mehr schlecht. Ja, der Rest ist noch Mist. Wenn ich mich recht entsinne, waren oben noch Sachen. Ja, die Holzkohle brauchen wir jetzt wirklich nicht. Und das Zeug eigentlich auch nicht. Das Feuerzeug haben wir nicht mitgenommen. Jetzt hier wenigstens alles? Okay, Reinigungsmittel. Ich will da hinten eigentlich ran, aber da komme ich nicht hin. Oh, Küchenmesser sollte man auch immer mitnehmen. Ich weiß bloß nicht, ob ich mit dem Reinigungsmittel vielleicht doch was reinigen konnte. Vielleicht kann ich ja die Blutreste wegmachen. Hm, könnte ich mal schauen. Oh, jetzt haben wir hier noch ein bisschen was. Ein paar Patronen, Saatgut. Kann man alles gebrauchen. Was war das? Schweine? Schweinekotelett, oh. Schade drum. Ich denke mal, jetzt habe ich den Raum durch. Das Gebäude. Na, warum nicht? Ein Müllsack. Ein Baseballschläger und ein Kopfhörer. Nehme ich alles mit.
Den Wecker kann ich, glaube ich, auch zerlegen. Hier habe ich auch schon nachgeschaut, oder? Ja, ist gar nichts zu finden. Wir werden langsam müde. Haut ab. Wie zur Hölle kriegen die mich immer so extrem mit? Tja, zu verwest. Die Eiscreme ist immer noch gut. Hier gammelt auf jeden Fall langsam alles. Ich will trotzdem gerne mal schauen, was jetzt in dem anderen Haus war, in dem ich eigentlich... Da ist ein Haarstylisten-Ding. Oh, die hat Zigaretten dabei. Die ganze Schachtel, von der ich noch nicht eine einzige benutzt habe. Müssten doch eigentlich die Zahlungsmittel dieser Welt sein. Kann ich hier was klauen? Sieht nicht so aus. Du hast aber ein schönes weißes T-Shirt. Das ist schon eher was Nützliches. Das ist auch gar nicht schlecht. Ein ganzer Schinken ist da drin. Warum sollte man in einem Büro einen Hamburger haben, wenn es hier keine Mikrowelle gibt oder sonst irgendwas? Das ergibt für mich persönlich keinen Sinn. Keine Ahnung, ist so eine ist so eine krankhafte Sammelaktion. Wie morbide Andenken. Von einem Serienkiller. Schön, schlägst hier nach und nach alle Fenster, alle Türen ein. Noch ein Schlüssel. Ach, da ist von hier außen reingekommen, das ist ja bescheuert. Diese blöden Feuertreppen, sonst wäre das hier ein echt guter Schutz. Er hat alles kaputt gemacht, na super. Spielbausteine. Absolut unnötig, aber irgendwie cool, dass es die gibt. Das ganz nah.
Vielleicht aber auch unter uns. Schlaftabletten. Ist hier noch was drin? Oh Mann, das ist ein Medizinschrank. Seife. Haarspray und Desinfektionsmittel und ein Erste-Hilfe-Kasten, der voll ist. Kann ich nicht zurücklassen. Oh Mist, euer Gefrierfach ist leer. Kein Wunder, dass ihr gestorben seid. Oh, ein Einmachglas. Ah, ist eine tote Ratte. Ich hau mal langsam ab. Du warst das. Aber ich glaube, ich gehe lieber hinten rum. Ich habe nämlich echt ein bisschen Angst, dass die dann plötzlich kommen und die sind auch mehr Wohnungen. Da steht auch schon wieder so eine alte Vettel. Vielleicht soll ich mein Auto hier parken. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Jetzt habe ich einen Großteil der Gegner... Ernsthaft? Wo kommen die so schnell her? Ach, wie schade, ein Brot. Haben wir gefunden, da hätte ich wunderbar Pilze dazwischen legen können und mit Sandwich machen. Ach, ich habe eine ganze Wassermelone, eine vergammelte. Und wir haben Tofu gefunden, der leider auch verrottet ist. Und das Dörrfleisch ist sogar noch essbar. Schön. Den meisten Platz brauchen eigentlich die blöden Radios. Seife ist gut. Wow. Gut. Ich weiß nicht, da komme ich nicht weiter, also muss ich schon mal so einparken, dass ich dann wieder raus kann. Wenn es drauf ankommt. Da liegt eine Autoschlüssel. Ich muss mich demnächst mal ausruhen. Ich glaube, ich kann dieses schwarze Auto da. Hey, du! Ich muss mich echt mal ausruhen. Oh ja, hier drin kann ich mich bestimmt gut ausruhen. Alles geplündert. Ich glaube, ich mache das mal in diesem Gebäude, in diesem Raum. Hier könnte ich sogar drin schlafen, problemlos. Oh, ich bin total übermüdet. Egal. Wow, wie es hier absolut nichts mehr gibt in diesen... Als hätte schon jemand geplündert.
Und ich war noch nicht mal hier. Vitamine. Damit lässt sich sogar was anfangen. Schade, dass es da nicht gibt, alle einnehmen. Gut, das war's mit den Vitaminen. Schlaftabletten, die ich gerade echt nicht brauche. Ein Golfschläger, den könnte ich tatsächlich nutzen. Auch das ist sehr hilfreich. Ich meine, ich habe gerade keine. Einmachgläser bisher, aber trotzdem. Die Gewürzgurken sind sogar noch essbar. Kann sein, dass die gar nicht schlecht werden. Ist wirklich alles leer. Oh Mist. Hier gab es gute Sachen. Schrotpatrone, die nehme ich gerne. Und das war's auch schon wieder. Und mehr Pistolenmunition. Auch wenn es mir das Dümmste ist, was du machen kannst, ist es trotzdem gut, sie zu haben. Kann ich so auch öffnen? Oh, ich brauche gar nicht die E-Taste. Gut zu wissen. Ah, ich bin langsam voll. Und das finde ich alles gut, was hier drin liegt. Das nicht so. Feuerzeug finde ich gut. Und alles vergammeltes Gelumber, das kann ich halt alles noch gebrauchen. Oh, der war gut. Habe ich gerade echt gut erwischt. So, was packen wir da rein? Brauchen wir auf jeden Fall für den Winter. Der wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Könnte in den nächsten Monaten soweit sein. Aber ich weiß es halt echt noch nicht. Ach, das war die Polizei, genau. Das war die Bank. In beiden war ich schon drinne. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Mal überlegen, hier ist die Bank, hier ist die Polizei.
Wo war dieser komische Laden mit den ganzen Büchern? Ich habe echt gedacht, der war hier, aber anscheinend ist es nicht so. Der muss hier aber irgendwo in der Nähe sein. Die sieht noch sehr lebendig aus, da halte ich mich mal lieber fern von. Ups. Entschuldigung. Ein Kaffee. Hier war der Laden. Da muss ich hinten rein. Die sind schon wieder etliche. Ich gehe mal lieber hinten rum. Ah, I won't become one of them. Ich möchte nicht einer von denen werden. Nee. Beidhändig bitte. Ist er tot? Wusste ich, dass es irgendwas ist. Gar nichts. Wie hungrig sind wir? Ein bisschen hungrig, damit kann ich leben. Wir versuchen es mal. Ich hoffe mal, wir werden nicht getötet. Irgendwo ist einer reingebrochen, auf jeden Fall. Oh. Irgendwas ist passiert. Was habe ich jetzt gekriegt? Ah, Schleichen erhöht. Schön. So schleichen wir anscheinend, wenn ich eine Waffe in der Hand habe. Das wollte ich gar nicht. Okay, wir verlieren wieder Gewicht, weil ich nicht mehr permanent am Essen bin. Und die ganze Zeit rumrenne, wie ein Bekloppter.
ist zu dunkel. Hier wollt ihr eigentlich rein. Habe ich dich reingelegt? Ist das Nebel? So, zurück zu den Büchern. Oh ja, das lockt auf. Das lockt jetzt alle anscheinend. Geh aus, du blöder Alarm. Tatsache hat sich das jetzt angelockt, dass mein Handywecker geklingelt hat. Oh, der hat eine Axt. Ja, danke sehr. Müllsack finde ich gut. Flasche finde ich auch gut. Oh, ein ganzer Benzinkanister sogar da drin. Das Brett brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber der Müllsack ist gut. Das nehmen wir auch mal mit. Sag mal, habe ich nicht geplündert? Kann sein, dass die Sachen hier auch wieder kommen. Wir führen halt keine Bücher mehr. Tut mir leid. Ja, ich glaube wirklich, die Sachen kommen wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe ja alles weggenommen. Oder ich habe wirklich was übersehen. Ich brauche was für Experten. Alles Anfangsbücher. Was war das denn jetzt? Hat mich erwischt? Nee, mir geht's gut. Sieht schlecht aus. Ich brauche was für Meister. Hier sind bloß noch Stifte. Da habe ich langsam auch keine Ideen mehr.
Nee. Das war leider nicht so erfolgreich, wie ich mir gewünscht habe. Egal, ich glaube, wir fahren heim. Ich glaube, ich sollte erstmal wieder meine Kräfte schonen. Vor allem sollte ich ein bisschen Nahrungsmittel sammeln wieder. Und sehr, sehr viel essen. Überladen wir uns doch noch mehr. Ich brauche mal kurz das. Ich hau hier schnell ab. Ey, die alle auf mich zukommen. Gut, sie springt an. Oh, zwei erwischt. So, nehmen wir mal mit, was geht. Nicht so viel, wie mir scheint.